In diesem Video wollen wir uns die Varianz der linearen Transformation anschauen. Die Varianz ist ja ein Maß für die Streuungsbreite einer Zufallsgröße. Und die lineare Transformation, können wir auch noch kurz definieren, eine lineare Transformation ist eine ganz allgemein gesprochene Abbildung zwischen zwei Vektorräumen, die bestimmte Eigenschaften hat. Also diese Abbildung zum Beispiel ist eine Funktion, die für alle Elemente aus einem Vektorraum, zum Beispiel v, diese abbildet in ein neues Element in dem Vektorraum w. Und zwar so, dass es, wenn ich zum Beispiel zwei Elemente aus V addiere und abbilde, zum Beispiel Vektor x plus Vektor y, dass das das gleiche ist, wie wenn ich die beiden separat abbilde und dann addiere. Und dass es auch keinen Unterschied macht, ob ich einen Vektor aus dem Vektorraum V x erst mit einer Konstanten a multipliziere und dann abbilde oder erst ihn abbilde auf den neuen Vektorraum und dann multipliziere. Das sind die beiden Eigenschaften. Ganz allgemein gesprochen, in unserem Beispiel schauen wir uns an, wie das mit Punktmengen passiert. Also für unser konkretes Beispiel sei diese lineare Transformation eine lineare Funktion, eine Geradengleichung. Eine Geradengleichung, die einen Wert x nimmt und mit diesem x-Wert rechnen wir einen neuen y-Wert aus, und zwar in der Form, dass dass alle diese neuen y-Werte auf einer Geraden liegen. Die allgemeine Form von so einer Geradengleichung ist ja a mal x plus b. Manchmal schreibt man statt dem a auch ein m. A ist hier die Steigung der Geraden und b ist der sogenannte y-Achsenabschnitt. Das ist also der y-Wert, bei dem diese Gerade die y-Achse schneidet. Okay. Wenn man einfach mal zwei Beispielswerte nimmt, nehmen wir mal an, wir haben ein a von a von 2 mal x minus 3 zum Beispiel. Das müsste diese Gerade sein, die man hier rechts in dem Video sieht. Dann kann ich, wenn ich einen x-Wert einsetze, ist dann eben 2 mal 1 minus 3. Das ist minus 1. Und wenn man das für ganz viele x-Werte macht, bekommt man ganz viele y-Werte. Alle liegen entlang dieser, die Koordinaten x und y liegen dann entlang dieser Geraden. So. Also das ist nochmal eine kurze Wiederholung, was eine lineare Funktion ist, eine lineare Abbildung. Und wir interessieren uns jetzt für die Varianz der linearen Transformation. Was soll das nochmal konkret heißen? Wenn man einen x-Wert hat, kriegt man danach einen y-Wert. Das ist ja klar. Das ist nochmal, wenn man sich das hier in diesem Video nochmal anschaut. Ja, man startet bei einem x-Wert. Und diese Funktion rechnet dann einen
y-Wert aus, so dass alle diese Punkte, wenn man sie in so einem Koordinatensystem mit x- und y-Wert aufträgt, liegen die alle entlang auf dieser Geraden. Das heißt also, dass dieser x-Wert quasi abgebildet wird auf einen y-Wert. Das ist hier der rote Punkt. Und wenn ich jetzt ganz viele x-Werte habe, ganz viele blaue Punkte, dann gibt mir das einen neuen Satz neuer Punkte, die auf der y-Achse liegen. Also rote Punkte. Und die Frage ist jetzt, wenn ich diese Punkte auf der x-Achse mir anschaue und die haben eine bestimmte Varianz, also die sind an bestimmte Streuungsbreite. Wie ist die Streuungsbreite auf der y-Achse von den blauen Punkten? Das kann man sich hier mal anschauen zum Beispiel, wenn wir auf das... nehmen wir mal an, wir haben 100 x-Werte, die gleichmäßig hier zwischen minus 10 und 10 verteilt sind. Und die bilde ich jetzt mit dieser Geraden ab auf die y-Achse. Das heißt, jedem x-Wert wird ein neuer y-Wert zugeordnet. Dann sieht das ungefähr so aus. Und dann kann man sehen, dass wie sich diese Streuung der x-Werte der y-Achse überträgt in eine Streuung auf der y-Achse. Zum Beispiel ist hier in dem Video rechts unten die Streuung der x-Werte irgendwie zwischen minus 10 und 10. Die Streuung der y-Werte ist aber zwischen, naja, bisschen weniger als minus 30 bis 30. Also deutlich größer. Das heißt, wir haben eine Streuung von minus 10 bis 10 und das ist abgebildet worden auf einen größeren, auf eine größere Streuung in y. Die lineare Transformation hat aber jetzt zum Beispiel die Eigenschaft, dass sie solche Muster, die wir in den x-Werten zum Beispiel haben, dass sie die erhält. Also wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, wenn wir ganz links bei der x-Achse starten, dann haben wir einen Punkt, dann zwei Punkte sehr eng beieinander, dann eine Lücke, dann wieder zwei Punkte. Und genau dieses Muster sehen wir auch bei der y-Achse ganz unten, also ein Punkt, zwei eng beieinander, Lücke, zwei Punkte und so weiter. Und das ist eben eine Eigenschaft dieser linearen Transformation, dass es auch diese relativen Abstände eben erhält. Okay. Man kann sich jetzt auch noch anschauen, was denn zum Beispiel passiert, wenn man keine gleichmäßig verteilten Zufallsvariablen nimmt, sondern zum Beispiel normal verteilte Zufalls x-Werte. Ja? Unterschied zu den gleichförmig verteilten sind die ja gebündelt um den Mittelwert der Normalverteilung und weniger der Zufallszahlen treten halt weiter entfernt vom Mittelwert aus. Und die werden dann jetzt eben über diese lineare Transformation entsprechend auch abgebildet auf eine y-Achse. Und da sieht man dann eben hier auch um den Mittelwert clustern. Und das tun sie auch um den neuen Mittelwert auf der y-Achse. Und man kann sich auch zum Beispiel nochmal eine andere Verteilung anschauen. Das ist dann zum Beispiel hier. Wenn log normal verteilte Zufallsgrößen haben, das sind dann nur positive x-Werte, dann die sind quasi treten gehäuft nahe bei 0 auf und weniger häufig weiter entfernt von 0 und das gleiche passiert dann eben auch für die y-Achse. Okay. Gut. Die Frage ist also, wir kennen die Varianz von unserer Menge x. Das sind also alle diese Punkte, die ich hier auf die x-Achse gezeichnet habe. Und wie kommen wir zu der Varianz der
y-Werte. Und y sind hier alle Punkte, die ich mit meiner linearen Transformation ausgerechnet habe. Wenn wir uns die lineare Gleichung nochmal anschauen, das ist also a mal x plus b. Das heißt, was wir wissen wollen, ist also die Varianz von a mal meiner Menge x plus diese Konstante b. Und wir haben ja vorher schon gesehen, dass wenn wir eine Varianz a mal x, wenn wir eine Konstante zu einer Menge hinzuaddieren, dass diese Konstante Addition die Varianz nicht verändert, weil wir nehmen ja alle Punkte und verschieben die einfach um einen bestimmten Wert b, in dem Fall zu größeren oder zu niedrigeren Werten. Wir verändern nicht, wie weit die Werte auseinander liegen. Man kann das auch dann so schreiben, dass man sagt, okay, das ist Varianz a mal x plus Varianz von b. Und Varianz von b ist 0, weil b ist ja eine Konstante. Dann haben wir nur noch die Varianz von a mal x und das haben wir schon gehabt. Das ist dann nämlich Varianz von x, also die Menge aller Punkte x, mal a Quadrat. Ja. Das ist also die Varianz der linearen Transformation . Man nimmt die Steigung der linearen Transformation, quadriert die und multipliziert das mit der Varianz von x, also der Zufallsgröße x. Und das ist immer der Fall, unabhängig davon, wie die Zufallsgrößen verteilt sind. Um uns das jetzt nochmal genauer anzuschauen, machen wir ein kleines numerisches Experiment. Das heißt, wir erzeugen mal eine Menge von Zufallszahlen, transformieren die linear und gucken uns mal an, wie sich die Varianzen verhalten. Okay. Als Zufallszahlen habe ich hier mal drei Listen. Die erste Liste, die habe ich hier uniform genannt, das sind also gleichmäßig verteilte Zufallszahlen zwischen minus 100 und 100, und zwar 10.000 Stück. Zweite Liste, was ich hier normal genannt habe, sind also normal verteilte Zahlen. Die Normalverteilung zentriere ich hier um 20 mit einer Standardabweichung von 25, auch 10.000. Und dann habe ich noch eine Liste log normal verteilter als Beispiel für eine asymmetrische Verteilungsfunktion. Wir haben jetzt also keine negativen Werte. Und jeweils und auch 10.000. Lineare Transformation, die ich anwende, ist 10 mal x minus 30. Steigung ist also 10. Genau. Und jetzt wollen wir uns anschauen, wie verhalten sich denn die Varianzen. Wir haben ja eben gesehen, dass wir im Prinzip ausrechnen könnten, wie sie sich verhalten. Und das überprüfen wir jetzt einfach numerisch mal. Wir werden die Varianz ausrechnen von unseren drei Listen. Folgendes raus. Diese gleichmäßig verteilte Liste hat eine Varianz von 3352. Die normal verteilte Liste hat eine Varianz, die ist kleiner, 606 und ein bisschen was. Das muss auch so sein, weil die ja sehr viel stärker gebündelt ist um den Erwartungswert. Und die Log-Normalverteilung hat eine sehr, sehr viel höhere Varianz, weil sie eben einen sehr langen Verteilungsschwanz zu großen Werten hin hat. Wir können uns ja auch das Histogramm nochmal anschauen, um die Zahlen, um unsere Zufallszahlen einfach mal zu visualisieren. Dann sieht das so aus. Ja? Hier links sind unsere gleichmäßig verteilten Zufallszahlen, also zwischen minus 100 und 100 kommt irgendwie jeder Bin, also jedes Segment hier ungefähr gleich häufig vor. Für die normalen Verteilten sehen wir hier, dass es um 20 herum eben zentriert ist und das sind die Log-Normal-Verteilten, wo die meisten Zahlen bei sehr kleinen x-Werten liegen. Okay, gut. Also, was müsste theoretisch rauskommen? Wir erinnern uns,
Steigung vom Quadrat mal die Varianz von x ist das, was wir erwarten. Also, was haben wir gesagt? Das ist die Varianz von x. Und das multipliziere ich mit der Steigung zum Quadrat. Das ist also 10 zum Quadrat. Das erwarten wir, müsste die Varianz von unseren transformierten y-Werten sein. Also 335.220, 60.641,1 und 6,14576 mal 10 hoch 6 für unsere drei Verteilungsfunktionen. So. Das heißt, wir transformieren die jetzt also mal. Wir wenden diese lineare Transformation auf unsere drei Listen an und rechnen dann davon die Varianz aus. Und dann kommt genau das raus. Also dieser Abschnitt hier überträgt, bildet also unsere x-Werte auf unsere neuen y-Werte ab und hiermit rechne ich dann für jeden dieser drei neuen Listen die Varianz aus und dann sehen wir, dass das genau das ist, was wir eben auch analytisch hergeleitet haben vorher und hier auch erwarten. So viel zur Varianz der linearen Transformation.